Ja, also Essen brauchen wir jetzt auch nicht erstmal. Wir haben ja auch keine Monster an, von daher. No problemo. Ich war aber eigentlich noch nicht so ganz fertig. Und zwar nochmal zurück zu 9/11. Das Thema wird totgeschwiegen zurzeit. Wie Tschernobyl. Tschernobyl 85, Jahre 85 oder 84, keine Ahnung. Kernkraftwerk in die Luft gegangen. Und was machen wir? Nix. Wir lassen die Kernkraftwerke fröhlich weiterlaufen. Ist doch nicht unser Problem, wenn eins hochgeht. Wenn eins hochgeht hier in der Nähe, dann, ups, aus Versehen, also sowas wird nie passieren, werden die dann wieder sagen. Das werden die dann sagen, ja, wir kümmern uns ja zurzeit und jetzt wieder alles hier auf erneuerbare Energien umzustellen und es wird einfach totgeschwiegen, das Thema. Es gibt da so einige Themen, die wird totgeschwiegen werden, einfach nur, weil sie schrecklich sind, weil da keiner dran denken möchte. Aber man sollte nicht immer die Augen vor solchen Sachen verschließen. Es ist gefährlich. Ja. Gut, Amerika kümmert sich jetzt mit der NSA darum, dass jetzt scheinbar kein weiterer Terroranschlag passieren wird, aber wahrscheinlich wird noch einer passieren, ne? Wenn, dann sollen die alle auf den Tag X vorbereitet sein. Das ist mir auch eigentlich egal. Aber was mir nicht egal ist, wenn wirklich Amerika angegriffen wird. Das wäre mir nicht egal. Das wäre schlimm. Wenn es vielleicht sogar zum Krieg kommt. Ja. Und Osama bin Laden und Amerika, also die mochten sich nie. Das sind keine guten Kumpels gewesen. Obama auch nicht. Also Obama, ich meine Amerika, das ganze Amerika, ne? Und ja, das ging Osama bin Laden wohl ein bisschen zu weit, habe ich das Gefühl. Ja. Aber dazu muss man doch nicht gleich mit einem Terroranschlag kommen, bitte. Also, sowas Grausames. 3000 Leute sind gestorben, das ist grausam, das ist schrecklich. Sowas, nee, komm, also sowas geht echt nicht. So, jetzt haben wir uns über das Thema auch mal wirklich ausgekotzt. Ja, aber es ist wirklich, es ist, die Welt ist komisch, die Menschen sind komisch. Wir sind Menschen, wir sind, ich finde Menschheit komisch. Ich bin selber ein Mensch, ich weiß. Ich finde es aber alles so ein bisschen, wie wir uns benehmen, finde ich komisch. Also in einigen Situationen ist das echt schon schlimm, was wir machen. Ja. Ich stelle mir gerade Angela Merkel vor bei einer Rede und ein Kernkraftwerk irgendwo in Deutschland ist hochgegangen. Ja. Dresden zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwo. Und dann stelle ich mir hoch, Handy? Yep, danke. So. Und dann stelle ich mir Angela Merkel vor mit zusammengefalteten Händen. Hier, ich mach's mal vor. Und dann sagt sie: Alles läuft genau nach Plan. Alles hat seine Ordnung. Ja. Genauso stelle ich mir gerade vor. Ne? Wer den Film Kartoffelsalat kennt, da kommt auch genau so eine Szene vor. Also, ja. So. Sind wir fertig mit dem Thema, ne? Mal hoffentlich. So. Hier brennt immer noch so ein bisschen Glas vor sich her. Jetzt können wir hier nochmal die Äpfel da reinschmeißen. Das kommt ja zum Holz. Und die Axt brauchen wir eigentlich nicht mehr. Wir können auch gleich ein bisschen Holz holen. Genau, so 32. Jetzt machen wir mal so ein paar Glasplane. Klack. Einmal über ein Stack. Dann hole ich uns Holz jetzt mal so ein bisschen. Auch das Holz dürfen wir nicht vergessen. Haben wir natürlich noch Öfen, aber wir können natürlich aus Stein hier so ein paar Öfen machen. Aber es macht ja nichts hier. 8 Stück sollten reichen. So, der Restkabel, den ich da rausgeholt habe, kommt wieder nach oben. Und dann geht's los. Zur Sommerresidenz Le Buchto. Ja, also das Problem
zieht sich natürlich auch noch weiter, das Thema. Ne? Ich möchte damit jetzt auch noch nicht so aufhören. Und zwar können wir auch, also wir verschließen die Augen vor vielen Dingen. Ich kann dir nochmal ein Beispiel nennen, und zwar Kick. Ja, Kick. Sympathisch, clever, gut. Ja, super. Tolle Werbung. Kick ist eines der Läden, wo man nicht, überhaupt nicht einkaufen sollte. Es ist Kinderarbeit zum einen. Es ist Frauenarbeit, wo Frauen irgendwie in Chemiefabriken sitzen, in großen Hallen zusammengefercht und müssen da irgendwelche Spielzeuge herstellen für Deutschland oder für die Welt. Bekommen keinen Arbeitslohn, schlafen da halbwegs auf dem Arbeitsplatz, täglich sterben da Menschen. Also ich meine, bitte, wann hat es ein Ende? Das ist schlimm. Und was machen wir? Genau, wir verschließen die Augen vor dem Problem. Es ist unglaublich, ne? Es ist unglaublich, aber wahr. Wir verschließen wirklich die Augen vor dem Problem. So, da habe ich jetzt noch zwei Türen übrig. So, wir können natürlich, jetzt habe ich hier die Decke reingemacht, ne? Eigentlich wollte ich ja keine Decke haben. Mann. Brauche ich noch mal eine Axt. Und wir haben keinen Stein hier. Das ist auch schlimm. Okay, ich renne mal rüber. Das geht echt nicht. Und wirklich, wir verschließen die Augen vor dem Problem. Chemie, jetzt kommen wir auf die Chemie zurück. Was ist in China passiert? China ist ein ganzes Chemieviertel mit hochexplosiven Gasen aus explodiert. Und was machen wir? Ja, chinesische TV, ja, 50 Leute getötet und mehr nicht. Also, ich meine, irgendwann geht's zu weit, ne? Also da ist ein ganzes Viertel in die Luft gegangen. Die Leute sind jetzt doch beim Arbeiten und es ist unglaublich, es sind giftige Gase da freigeworden. Vor allen Dingen in China ist das ein Problem, weil die ja sowieso schon ein Smog-Problem haben, ne? Es ist einfach unglaublich. Es ist, also, was wir alles Schreckliches machen, es ist, das, also, ich meine, irgendwann werden wir sehen, wenn die Welt untergeht, wahrscheinlich, wenn wir kein Öl mehr haben, wenn wir aus dem Öl kein Plastik mehr machen können oder sowas. Ne? Keine Plastikflaschen mehr machen können, keine Ahnung, anderen Sachen, Tüten oder sowas herstellen können, dann wird es der Welt schlecht gehen und das wird schon sehr bald passieren, weil das Öl generell, was wir zum Heizen benutzen, was wir für Plastik benutzen, für alles Mögliche, ist bald weg. Weg für immer. So, ich nehme mal das Dach hier raus. Es ist halt ein riesiges Problem, was wir nicht lösen können. Wir können natürlich mit Demonstration auf die Straße gehen und demonstrieren dagegen, aber es wird uns auch nicht sehr viel bringen, ganz ehrlich. Ja. So, genug gelabert, ne? So, jetzt widmen wir uns wieder dem Spiel zu. Alle Augen aufs Spiel. So, tatsächlich. Entschuldige mich mal ganz kurz. So, tut mir leid, ich hatte da irgendwas im Hals. Habe ich irgendwie jede Aufnahmesession. So, wir stellen erstmal Treppen her, ne? Ja, und dann geht's natürlich auch noch zur Kinderarbeit und Frauenarbeit. Dahin geht's dann ja auch irgendwann, dieses Thema. Frauen, die in
großen Hallen zusammengefecht irgendwo sitzen und irgendwas nähen müssen oder irgendwas machen müssen, wofür sie sehr wenig Geld bekommen. Einfach nur, damit es der Welt besser geht. Es ist furchtbar. Es ist ganz ehrlich furchtbar. So, ich kletter da jetzt mal nach oben. Mache ich erstmal so ein bisschen Vorholz hinten. Für den Dachstuhl. Ach, das wird nicht. Doch, das wird reichen. Das wird reichen. Ja, ja. Es ist halt ein dauerhaftes Problem, was wir haben. Chemie ist gefährlich. Huch. Shit. Ach so, scheiße. Ah. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Und jetzt kommt die letzte Schicht und das wäre dann auch die Dachschicht. So, die wir so zumanteln hier. Jetzt kommen die Stufen. Da haben wir das hier alles. So. Jetzt muss ich mal konzentrieren. Kennt ihr das Problem mit den Stufen? Da müssen wir jetzt ein paar Mal drum rumlaufen. Ja, ja. Die NSA hat alle unsere Daten und wir können überhaupt nichts tun. Wir können nichts tun. Irgendwann werden auch unsere Daten, alle unsere Daten, gespeichert sein. Huch, shit, habe ich jetzt nicht aufgepasst. Scheiße. So. So, war eben kurz, ne? Weil hier einen Stuhl hinmachen, ist auch nicht schön. Scheiße, wie soll ich da... Ah, nee, ich mache erstmal hier. So, 50 Stück haben wir noch von denen. Ja, das wird noch, und noch ein Stack haben wir. Jetzt können wir mal ein bisschen schneller arbeiten hier. Huch! So. So. Das ist das Dach jetzt. Wir können natürlich noch Half-Steps drauf machen, aber habe ich jetzt keine Lust zu. Wir müssen jetzt tatsächlich noch hier unten. Hier. Huch. Oh Gott. Wie sehr kann man sich eigentlich nur verbauen? Es ist unglaublich, wie oft ich mich verbaue. So.
hier noch, hier noch. Oh Gott. Muss unten anvisieren. Einfach unten anvisieren. So. Huch. So. Hier unten auch nochmal.